So, ihr Lieben, wir sind zurück mit mir und dem Game Blast 2016. Mehr Informationen zur Spendenaktion auf gameblast.nyasu.de. Und nachdem wir gerade Siberia endlich beendet haben, widmen wir uns nun The Inner World. Dafür haben ganz viele von euch gestimmt. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, es ist ein deutsches Spiel. Ich hoffe, es ist einfach nicht so ein Rotz wie Deponia. Was übrigens einen vierten Teil kriegt, meine Fresse. Wann ist endlich mal Schluss damit? Na gut, fangen wir an. Ich hoffe, der Ton ist so okay. Wenn es irgendwie zu laut, zu leise ist, bitte einfach mal schreien. Der Mauszeiger ist schon mal niedlich. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. Der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Hey! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein. Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz! Diese diebische Taube.
Möchtest du eine Einführung? Eigentlich nicht, aber ich mach trotzdem mal ja. Die haben sich bestimmt Mühe damit gegeben. Ja, gib's mir. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Klicke auf ein Objekt, um es anzuschauen oder damit zu interagieren. Ja. Inventar. Berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn anzuschauen oder zu benutzen. Inventar. Durch Ziehen und Loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Dialoge. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Dialoge unter Themen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Zurück zur Hauptgesprächsebene. Okay, das ist süß gemacht. Sprache geht nicht lauter. Ich kann nur generell lauter machen, dann wird aber alles lauter. Moment. Er untergräbt die heilige Erde. Besser? Den Wurm. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Plakate abnehmen verboten. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Okay. Ein Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Aber sie sind süß. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Er ist ja schon sehr schlicht. Dran. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Weil Conroy ein Arsch ist? Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ich dachte eigentlich, du kletterst da jetzt wieder hoch, aber gut. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Ganz bestimmt. Davon will ich nichts mitnehmen. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Womit soll ich das denn benutzen? Mit dem Wurm. Geh mal runter, Lilly. Das ist ein bisschen unbequem. Dankeschön. Puh, das riecht ja widerlich. Wie soll das funktionieren? Ein Korken. Ich liebe Korken. Ah, Moment, wir müssen das ziehen. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, das war jetzt einfach nur mal ein Test.
verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Okay, das bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Ja, so sympathisch und hübsch und so. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Wir haben eine Wünschelrute. Derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Ja, das war jetzt sehr naiver Galgenhumor. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Das ist zu hoch für mich. Diese diebische Taube. Komm her, Täubchen, 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 put, put. Das ist zu hoch. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Okay, dann reden wir doch mal mit dem Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Ja, das ist so ganz typische Spiellogik. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Okay, klick auf ein Gesprächsthema. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Okay. Ist das ein A? Das hier? Psst. Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Mm. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll. Genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Aspororo-ri... klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen?
nicht verzagen, Conroy fragen. Und das alles bekommst du für Asporora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Was ist das? Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein. Ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden? Nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Okay, wir haben jetzt diese Puppe und Futter. Achso, ich muss es ja ziehen. Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Na toll. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich dachte, wir können daraus so eine Art Handstockpuppe basteln, die man so hochhalten kann, um den Vogel zu erschrecken oder so. Das mache ich nicht. Oder wir basteln eine Zwille. Nein, der Faden würde nur reißen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde... Habe ich ein Netz. Bekomme ich einen prima Kescher. Und den könnten wir verlängern. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Das ist zu hoch. Hm. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Okay, wir könnten auch versuchen... Ah, da geht's auch weiter. Wir könnten aber auch versuchen, damit dieses schwebende Ding zu fangen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, oder auch nicht. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Ich muss die Taube fangen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Okay. Da, willst du die Puppe? Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Oh, wir schütten das in das Loch. Das ist sehr gemein. Hey, Wurm, du siehst durstig aus. So, komm her. Die Party ist vorbei. Wie fertig der aussieht. Warum sollte ich das tun? Ja, vielleicht will die Taube den Wurm? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird nicht klappen. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Okay, das ist nicht sehr nett, was wir gerade machen. Oh, Autosave. Ich wollte gerade schon eine Steinschleuder basteln, ne? So, auf was soll ich zuerst schießen? Aber es fängt schon direkt wie Deponia damit an, dass wir Tiere quälen. Sehr nett. Okay, Taube. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Jetzt lässt du mir keine andere Wahl mehr. Das scheint sie nicht besonders zu stören. Aber den Korken nehme ich wieder mit. Dann auf den Fisch. Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Immerhin lässt er den Wurm wieder frei. Das ist nett.
kommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Ah, oh, verliebt. Bevor sie hier herumliegt. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Okay, hinterher, Laura. Das könnte auch ein Hoden sein. Diese Melodie. Heute Kieferbrecher, Aspiri. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Aha. Dieses Lied... Es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Ja, manchmal muss man sowas sagen. Sonst hört das nie auf. Aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte. Oder den Hunger. Oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen,
aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Okay. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Ach, okay. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Noch sind die Themen nicht ausgegraut. Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Ah, jetzt aber. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilen ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Oh, armes Mädchen. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Speichern. Hat das Spiel jetzt von alleine gespeichert? Sieht so aus. Gibt es eine Hotspot-Anzeige? Anscheinend nicht. Na, macht nichts. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Wie gemein. Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Du könntest sie auch einfach aufmachen. Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Über was du dir Gedanken machst. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Detze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Ui. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilen. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Natürlich. Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Netter Freund. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen,
was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte. Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Das ist so ein Grund, warum ich keine Kinder will. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilen finden. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Phos. Ich habe ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus. Ich hatte viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davon geweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wulluf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Gruseliges Kind, ey, schläfert es ein. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Die sind alle dialoglastig. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. Ziegelstein klingt gut. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Nein. Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer. Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort ja. Oh Gott, er schießt es. Kill it with fire! Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Ja, finde ich auch. Ist es jetzt ausgegraut oder noch nicht? Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Dun, dun, dun. Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt! Was willst du denn damit? Festhackern. Keine Ahnung. Ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Du suchst also die Augen der Basilen. Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Asposiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Asposiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder.
Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Bitte, Spiel. Okay. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilen auf sich zu ziehen? Lieber nicht, nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Domino-Tag. Ja, oder den Tag, an dem Trunks und Son Goten Piccolo umgeschubst haben. Also entweder hat hier ein Basilenangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Keine Ahnung. Okay, oh, wie es die ganze Zeit versucht wegzukommen, das arme Ding. Wow. Das ist so ein bisschen die Gruselversion von Madame Rosmerta. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Ach so. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Hm. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Was steht da? Herzchen! Halt absolut tödlich. Da, guck, Brossel, serviert das bist du. Mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Nein, wirkst du nicht. Der ist nicht mal annähernd niedlich. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Was da wohl drin ist? Komischer Satz. Ich dich auch, Schatz. Diese Spinne ist gruselig. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Das ist ein Wulof, okay. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Mein Gott, ist der weltfremd. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Okay, bevor wir mit der Bardame mit den dicken Möpsen reden. Ja, so, das zweite Mal Möpse für heute, meine Damen und Herren. Mal gucken, wie ich das bei Harry Potter unterbringen kann. Ich hab's euch einmal pro Spiel versprochen. Ist aber sehr schwer, in der Szene hier nicht über Möpse zu reden. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Nein, der wird gerade benutzt und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Na gut, dann spielen wir nicht. Das ist kein Foto, das ist ein Gemälde. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo. Wow, ihr seid doch mal Leos, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun.
Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. Ah. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Eine Runde noch. Ja, das merken wir uns als Beleidigung. Wurzelwachs, das ist fast so schön wie bei Merlins Unterhose. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll, Highscore! Ottilie, noch ein Bier! Interessiert Ottilie nicht wirklich? Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich drin die meditieren. Die Basilen sind unergründlich, das ist so geil, so wie die Wege des Herrn sind unergründlich. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Im Gegensatz zu dir. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Also, weißt du, wo sie ist? Ich hab dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Dann nicht. Weiß Conroy, was ihr hier macht? Naja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Raus damit! Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilien zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilien hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilien nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Da war jemand aber sehr blau. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Ah. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Ich will am Faden ziehen. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon... Ah, Moment, sitzt? Wir müssen Was den Stuhl ölen. Und dann können wir den drehen und ganz viel Faden abziehen und daraus, bam, irgendwas stricken oder so. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut.
Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Man muss eine Münze einwerfen. Kennt ihr das bei diesen Automaten? Man hat dann irgendwie bei Freund, Mama, Oma, was auch immer, ein paar Cent geschnorrt, um sich so ein Kaugummi zu kaufen. Dann ist es ein weißes. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Ja, sehr nett. Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Und ich bin voll verliebt in die. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Aber hübsche Unterhose. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten Sie? Haben Sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Sitzt der denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Okay. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Okay. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Das wird nicht klappen. Okay. Was ist, wenn wir... Der Anblick beunruhigt mich. Das war doch jetzt geraten, oder? Nee, ernsthaft? Ich dachte, wir füllen den jetzt ab. Vielleicht können wir das auch als Schmiermittel benutzen hier für den... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, also gehen wir erstmal wieder raus. Wir machen immer, wenn eine Stunde rum ist, die Pause. Also in ungefähr 10 Minuten.
Okay, wo sind wir jetzt? Auf dem Winddingensbummensplatz. Meine Güte, sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund, glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schaden. Ah, der kann uns das Leibchen nähen. Wetten? Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Sie wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestreckt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich war ihm näher wie tausend andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging es steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone. Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen? Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als noch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ohne meine Stricknadeln. Ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll es denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das, ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Okay, diese Schatzkarte, haha, das Schnittmuster hat der Junge, die Wolle hat der Mönch da und die Nadeln muss ich gucken. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert.
Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wir machen den Mönch nackig. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Guter Deal. Na gut. Wir reden noch oben mit der Lunchbox und dann machen wir eine Pause. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Ich habe langsam erste Ermüdungserscheinungen, aber jetzt nicht, weil ich schon so lange gespielt habe, sondern weil einfach die Zeit ist, wo ich normalerweise schlafe. Ah, da geht's noch irgendwo rein. Das Fach ist geschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Ein Syndomat, die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Nenne deine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Sehr nett. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Ein Minzbonbon, juhu, wofür auch immer. Ja, ich war tatsächlich schon immer eine ziemliche Frühaufsteherin. So wirklich mal lange geschlafen habe ich nur so einmal im Monat früher, so als Teenager, wenn man einfach nicht mehr konnte, weil man zu wenig geschlafen hat. Aber eigentlich bin ich immer ganz gerne früh aufgestanden. Da liefen auch immer die besten Sachen im Fernsehen. Die Elite Asposiens macht gerade Frühstückspause. Das Bild wackelt. Merkt ihr das so nach oben, von oben nach unten? Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Ich würde gerne gar nicht schlafen, weil die Zeit, in der man schläft, kann man nicht zocken oder lesen oder so. Und das ist so, nutzlos. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde halt, Schlafen ist so wie Pinkeln. Man macht's halt, weil man muss und nicht, weil man es irgendwie wirklich gut findet. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Geil. Beste Antwort. Sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Was
was tust du denn, wenn die Basilen aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Dann versteckt er sich oder so. Weiß Conroy, dass du... Conroy? Wo? Ist er hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Der Conroy guckt so böse. Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilen sie nicht kriegen. Ach so. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Ach so. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Ach so, warum nicht? Was genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Okay. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Okay, wir gehen jetzt noch mal eben da lang, gucken, wo wir dann landen, dann machen wir Pause. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Hier können wir uns nur das große Phosphos und das Windrad... Ach, wir können uns hier doch irgendwie ganz viel ansehen. Genau, wir müssen das Minzbonbon noch öffnen. Nein, wir müssen es nicht öffnen. Wir müssen es opfern. Das machen wir aber nach der Pause. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Pause bis 20 vor. Geht aufs Klo, holt euch einen Kaffee oder beides. Ich werde wahrscheinlich beides tun. Und dann sehen wir uns wieder um 20 vor 10. Bis gleich. Und ja, ich werde langsam müde. Ich bin einfach schon zu lange wach. Ah, egal. Wir halten durch. Juhu.